In dieser Debatte Dr. Silke Launert für die CSU-CDU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr verehrte Damen und Herren. Wir haben es schon mehrfach gehört. Die Entscheidung des Bundessozialgerichts zur gesetzlichen Rentenversicherungspflicht der Syndikusanwälte hat wirklich für ordentlich Wirbel gesorgt. Es hat nicht nur die Unabhängigkeit der Syndikusanwälte infrage gestellt und damit überhaupt erst so richtig die Grundsatzdiskussion über die rechtliche Stellung der Syndikusanwälte ausgelöst. Es hat vor allem diese langjährige Praxis der deutschen Rentenversicherung durchkreuzt. Bis dahin war es nämlich in der Regel so, dass für Syndikusanwälte grundsätzlich eine Befreiung von der Rentenversicherungspflicht vorgesehen war und somit war der Weg frei in die berufsständische Versorgung. Das Bundessozialgericht hat jetzt gesagt, das geht grundsätzlich nicht mehr. Und man muss natürlich sagen, dadurch hat es die Altersversorgung von 40.000 Syndikusanwälten ins Wanken gebracht. Und deshalb wundert mich überhaupt nicht, Frau Künast, dass bei Ihnen so viele Beschwerdeschreiben eingegangen sind. 40.000, die plötzlich Angst haben um ihre Altersversorgung, das ist nicht nichts. Und die Juristen, Syndikusanwälte, sind meistens auch in der Lage zu schreiben. Es ist aber weiter noch ein Problem, und Frau Winkelmeier-Becker hat es zum Glück schon angesprochen. Es schränkt auch die Mobilität ein. Es führt dazu, dass aus Angst, die Vorteile in der Versorgung zu verlieren, man nicht mehr wechselt in ein Unternehmen. Aber gerade dieser Wechsel, freier Anwalt, Anwalt bei einem anderen Anwalt, zu einem Unternehmen, dieser Transfer der Erfahrung hin zum Unternehmen und vielleicht auch wieder zurück, das ist etwas, was wir uns wünschen. Wie wir uns generell mehr Erfahrungsaustausch vielleicht auch in der Politik wünschen. Die Unternehmen haben sich zu Recht auch gemeldet und gesagt, es ist immer schwieriger, gute Leute zu finden, die eine gewisse Erfahrung haben. Und daher denke ich, war es höchste Zeit. Die Rechtsunsicherheit war enorm. Es bestand ein großes Bedürfnis nach Klarstellung. Doch auch wenn der Ruf nach der Schaffung einer gesetzlichen Grundlage für die Syndikusanwälte jetzt durch diese Entscheidungen letzten Jahres erst so richtig an Fahrt, also so richtig laut geworden ist, bestand er natürlich vorher auch schon. Die Syndikusanwälte waren einfach nach wie vorher stiefkindartig behandelt und es war jetzt die Zeit, sie endlich gleichzustellen. Eine Einheit der deutschen Anwaltschaft, wie es Herr Minister zu Recht betont hat. Das alles sieht der Entwurf jetzt auch vor. Es wird klargestellt, man kann Arbeitnehmer sein und trotzdem Anwalt, trotzdem fachlich unabhängig und eigenverantwortlich, wie es mein Kollege Herr Lutschak so ausgeführt hat. Und die Anforderungen stehen genau im Gesetz und ich finde, das trägt massiv zur Rechtsklarheit bei. Man spricht jetzt auch nicht mehr von Syndikusanwälten. Sie haben das Recht, sich als Rechtsanwalt zu bezeichnen, in Klammer mit dem Zusatz Syndikus-Rechtsanwalt. Es ist ganz klar, um was es sich hier handelt. Man ermöglicht Ihnen den Verbleib oder jetzt künftig den Eintritt in dieses anwaltliche Versorgungswerk. Und die Frage, ob anwaltliche Tätigkeit vorliegt oder nicht, entscheidet nicht irgendeine sachfremde Rentenversicherung, sondern die Anwaltskammer. Und diese Frage, ob anwaltliche Tätigkeit oder nicht, die sollte auch die Anwaltskammer treffen. Also da bin ich auch jemand, lieber die Fachkompetenz für die Fachfragen. Und dann diese Entscheidung ist dann, wenn es um eine bestandskräftige Zulassungsentscheidung geht, auch die Rentenversicherung gebunden. Besonders wichtig ist der Vertrauensschutz für diejenigen Syndikusanwälte, die schon einen Bescheid haben, also einen Befreiungsbescheid von der gesetzlichen Rentenversicherung. Und die weiteren Details werden wir, glaube ich, im Gesetzgebungsverfahren noch ansprechen. Ich möchte aber zum Schluss doch noch mal die freien Berufe ansprechen, die hier mehrfach angesprochen worden sind. Denn dieser Entwurf beseitigt die Unsicherheit jetzt bei den Syndikusanwälten. Aber es besteht nach wie vor Unsicherheit bei den anderen freien Berufen. Was ist mit den Ärzten, mit den Apothekern und mit den Architekten? Die haben jetzt ebenfalls Schwierigkeiten bei der Befreiung. Und wir haben im Koalitionsvertrag uns darauf verständigt, diese berufsständische Altersversorgung, die funktioniert.
beizubehalten. Und Herr Petzold, ich wundere mich immer, wieso müssen wir immer das abschaffen, was funktioniert, und in das integrieren, was nicht funktioniert? Also wir haben hier bei dem anderen eine Rentenversicherung. Ich weiß, Sie würden gerne jedes Instrument zum kompletten Sozialausgleich machen, aber das ist es halt eigentlich auch nicht. Man könnte sich überlegen, ob ihr ein effektives findet, aber die Rentenversicherung ist vielleicht nicht das perfekte Mittel. Und Frau Winkelmeier-Becker hat es bereits angesprochen. Wollen Sie uns die staatlichen Zuschüsse auch noch den Ärzten, den Anwälten zukommen lassen? Ich glaube nicht. Auf jeden Fall machen wir erstmal den ersten Schritt, nämlich die Klarstellung bei den Syndikusanwälten. Vielen Dank für diesen Gesetzesentwurf. Es geht hier um Sicherheit, um Vertrauen. In einer der elementarsten Bereiche, nämlich der Altersversorgung. Wenigstens da sollte Klarheit herrschen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Launert.